So hat er gemacht, der Kameramann. Also, schaut mal her. Wir haben jetzt hier ein kleines Problem an der Fassade, was ich gerade abgefilmt hatte, dass ein bündiger Übergang ist und dass hier unten ständig Risse sind und der Putz abplatzt. Wir haben das jetzt so gemacht, wir haben jetzt hier auf der Ebene einen Flexschnitt gemacht mit einem guten Diamantblatt und setzen jetzt hier in diesen Schnitt, den wir natürlich grundiert haben, ein Tropfkantenprofil ein. Und zwar sieht das Ganze so aus. Hier hinten ist eigentlich noch was, noch ein Gewebe dran, weil das auch eine andere, für andere Bereiche genutzt werden kann. So, und das können wir jetzt nämlich schön hier reinschieben und dadurch kann das Wasser, was von oben runter geht, abtropfen und läuft nicht mehr entlang und läuft auch nicht mehr in die Fuge rein. Und somit haben wir ein schönes Tropfbild. Ja, so spachteln wir ein, dann wird hier normal mit Rilleputz wieder nachgearbeitet, oben nachgewaschen, fertig. Unten machen wir uns das Gewebe gleich rein. Wie gesagt, weil der Putz hier unten Risse hat im Sockelbereich. Und dann kommt ein ganz normaler Filzputz. Dann nehmen wir auch den Caparol S Amareno 700. Man kann auch Knauf SM 700 nehmen. Super Sache, kann man danach, wenn er ausgehärtet ist, schön abfilzen. Dann hat man eine feine, körnige Unterfläche. Ja, so machen wir das jetzt hier. Und dann zeigen wir euch gleich, wie wir dann die Fassade streichen. Warum wir die mit der Farbe streichen, mit der Garant. Warum, wieso, weshalb? Ne? Das ist hier die Frage. Fragt die Maus. Okay. Der Chef hat's drauf. So, liebe Zuschauer, die Arbeiten sind jetzt abgeschlossen. Fassade haben wir heute abgerüstet. Ist schon letzte Woche gestrichen worden. Den Sockel haben wir fertig gemacht. Und jetzt will ich euch noch mal kurz erklären, warum wir hier eine andere Farbe wie herkömmliche Silikonharzfarbe genommen haben. Für solche kleinen Haarrisse auf der Oberfläche nehmen wir eine Farbe, die hat Polyfleece drin, die dann die Haarrisse der Rissgruppe A bis B als Netz überbrückt. Kostet auch ein bisschen mehr, aber ist völlig okay, wenn man mal ohne eine Putzsanierung eine Fassade mit leichten Haarrissen überstreichen möchte. Funktioniert es mit der super und auch recht gut und auch langfristig. Ja. Und filme ich es noch kurz ab, wie das auch hier mit der Tropfkante jetzt im Endeffekt funktional gelöst wurde. Ja. So. Oben sieht man auch die Putzausbesserung, die auch völlig okay ist, wenn man das so sieht. Ja. Bei Ausbesserung in einer anderen, in der Putzoberfläche auf altbewährten Putzen ist immer sichtbar, aber hier absolut minimal und völlig verträglich. Haben wir eine schöne Tropfkante eingearbeitet, kann das regnen, kann genau hier runterregnen, abtropfen und somit läuft es nicht mehr unten als ständige, dauerhafte Nassbereich unten rum. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Einfach hier dieser Daumen. Vielen Dank fürs Zuschauen.